Ja, der letzte Sturm Zawa hat auch den einen oder anderen Baum zum Liegen gemacht. Aber nicht zum Vergleich zum Kyrillsturm. Heute geht's über den Krebsberg und die Philippshöhe am Ruheforst vorbei. Unmittelbar unter dem Ruheforst Philippshöhe führt ein Weg ab an einem großen Baumwurf vorbei. Nichts auffällig, teils lehmig, teils dunkel die Erde. Hier sieht es aus, als hätte man Erde abgegraben. Der Weg führt aber weiter in das Tälchen vom Kuhlebach. An der anderen Seite, da wo die Hochspannungsleitungen lang führen, ein bisschen weiter oberhalb, wo die Wiese beginnt, ist kein Weganschluss zu sehen. Hier führt der Kuhlebach abwärts am Weg entlang. Ich werde mal dem Weg hier oben, den Seitenweg, folgen. Oder Abgrabungsstelle, der relativ breite Weg direkt am steilen Hang. Der Weg scheint hier etwas angeschüttet worden zu sein, also nicht nur abgegraben. Ja, der Weg wird immer mehr zum Pfad. Und endet schließlich in dem Tal. Erde unauffällig, dunkler Waldboden. Rechts ein kleines schluchtartiges Seitentälchen. Kann man hochgehen, schätze ich. Versuchen wir es gleich. Und hier eines der typischen tiefen Tälchen, wie man es hier von der Halle kennt. Hier hat man versucht, einen kleinen Damm anzulegen mit Wasser dahinter, möglicherweise spielende Kinder. Ein Blick das Tälchen abwärts zu dem Hauptweg hin, zur Philippshöhe und dem Wegverlauf oder Pfadverlauf bis zum großen Baumwurf. Ja, durch dieses tiefere Tälchen kann man nicht gehen, aber ich schaue mal jetzt hier, mache ich aber die Kamera aus,
wie weit man da hochkommt. Also das Tälchen ist lang und tief. Man versinkt ziemlich tief auch in das Laub ein. Kriegt gleich nasse Füße, obwohl es nicht danach aussieht. Querliegende Bäume halten mich davon ab, weiterzugehen. Ist kein Ende des Weges. Der Schlucht, wenn man so will, in Sicht. Bin nicht weit gekommen. Höchstens 20 Meter. Da oben ist die Wiese, die sich an den Ruhrfors anschließt. Ja, ich muss hier raus. Tja, in der Mitte darf man nicht treten, da ist Wasser. Muss also ein bisschen grätschend laufen. Für die Gelegenheit nochmal fest nutzen, das Gestein, was hier so freigewaschen ist, zu filmen. Es wirkt also schiefrig, klein plättrig. Auch hier erkennt man in etwa steile Schichtstruktur wie hinten an der Ruhr. Erde darunter ist relativ hell. Ich habe es am großen Baumwurf gesehen. Also das hier ist abenteuerlich. Da kann man im Sommer, wenn es trocken ist, ein bisschen klettern. Aber man achte bitte auf die Bäume. Die stehen nicht mehr alle. Tja, bei der Gelegenheit noch eben etwas fürs Wohnzimmer. Viel grünes Moos. Sehr schicke Struktur. Einige größere Platten dazwischen. Ansonsten jede Menge Moos. Und Bucheneichen. Wie ich es mag. Ja, zurückgekommen. Schaue ich mir den Baumwurf noch mal näher an. Die Erde, die kleinen Steinchen. Was mir jetzt erst auffällt, ich habe es im Grunde schon gerochen. Jede Menge Pilze. Aber kleine und offensichtlich kein Hallimasch. Direkt unterhalb vom Ruhrforst, wo heute auch Waldarbeiter tätig sind. Wer das essen könnte. Ja, ein Blick ins Tälchen. Vom Ruhrforst aus, von oben sozusagen, aber nicht von den Ausläufern des Tales her. Leider versperrt der Ilex Großteil der Sicht. Übrigens viele größere Vögel hier im Wald. Im Ruhrforst befinden sich viele neue Wege, auch Gräber. Oder besser gesagt Grabstellen. Das Tal, was ich eben zu folgen versucht hatte, läuft hier aus. Oberflächlich keine Besonderheiten. Frag mich nur, warum dieser Weg oder Pfad in das Gelände führte. Unten dahin, wo es feucht ist. Noch ein Blick zur Philippshöhe. Da bin ich heute sozusagen dran vorbeigegangen. In den Ruhrforst wollte ich eigentlich nicht. Aber schön hier. Ruhig. Viel Gezwitscher. Ansonsten nicht viel Lust. Die Waldarbeiter haben den Ort verlassen. Einer der merkwürdigen Sitze hier, die das ganze Gelände so liebenswert machen. Es gibt auch Bänke, ähnlich klobig. Sehr schön. Meine Empfehlung. Thank you.
Hier bin ich doch noch zum Plattenberg gekommen. Folge dem von mir sogenannten Balkenweg. Studiere, was mir so alles am Wegesrand begegnet. Gleich angerostet schon. Gleich geht's auf die andere Straßenseite vom Wolfskuhler Weg. Oh, der Hahn hat Stimme bekommen. Ja, hoffentlich schaffe ich das auch noch. Nachdem ich in der Halle passiert habe, geht es über den Schotterweg zurück. Werde die Gelegenheit nochmal einen Weg zur Seite und auf die Feldstruktur, die sich an den Aufschlüssen bemerkbar macht. Also hier sind die Plättchen länglicher, etwas dicker als an der Stelle, wo ich eben war. Teilweise wirkt das Felsgestein auch noch kompakter. Bin nicht weit von meiner Haldenfundstelle weg. Deshalb habe ich mal meine Kamera raufgehalten. Das ist das Seitentälchen mit der Plattform, an der ich gerade vorbeigegangen bin. Etwas oberhalb des Notrufspunktes. Ein Blick zurück. Dann ins Tälchen, wo oben die Nadelbäume stehen. Oben am Wolfskuhler Weg ist Bebauung.